Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Outlaws, wo wir hier Gorax Basis infiltriert haben. Jetzt in den Turm einbrechen müssen. Schaut bis jetzt alles ganz gut aus. Allerdings, bei dieser Mission habe ich festgestellt, mir fehlt hier wirklich eine Schnellspeicherfunktion. Also normal speichern geht nicht, schnell speichern gibt es nicht. Ihr wisst, was ich meine. Wäre für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen angenehmer zu spielen, so dass die sich nicht umdrehen. Komme ich doch jetzt hier völlig problemlos in den Turm rein, nicht wahr? Dreht euch bloß nicht um. Okay. Solange ich meine Kommission bekomme. Uff, jetzt gucken die alle in meine Richtung. Es sind drei da unten. Okay, rein. So, das da hinten, das Ding könnten wir in die Luft sprengen, aber warum sollten wir das tun? Sieht aktuell so aus, als wären wir hier ganz alleine. Aktuell zumindest. Oh, schockschwere Not. So, wohin fahren wir? Rauf? Rauf. Also schön. Dateien. Wo ist diese Konsole? Ja, Dateien. Fast meinen Auftrag vergessen vor lauter Schleichen und Co. Bring das Bagda nix. Das Bagda? Fein. Ah, Inventar voll. Schade, dass ich nicht mehr Heilfiolen mitnehmen kann. So, wo ist der Terminal? Credits. Überall Dinge, die man in die Luft sprengen kann. Okay, da ist der Terminal. Okay, das hat auch nochmal ordentlich Credits gebracht. Halskette, ach, alles Zeug, was ich mal beim Händler verkaufen könnte, wenn ich jemals nochmal zu einem komme oder käme. Was, wer muss mit eiserner Faust regieren? Okay, auch Computer zugreifen. Oh nein, das Ding hat einen Alarm. Oh, die Datei ist bloß ein Spotschka-Rezept. Wurde ich reingelegt? Na schön, es soll sich ja lohnen. Absein. Oh, die ist verschlüsselt. Was auch immer, als Kochrezept getarnt. So. Hacken wir den Spaß mal. So. So. Der ist an der richtigen Stelle. Dann packen wir dich mal hier und dann dahin. Okay, dann musst du nach vorne und du nach hinten. Richtig. Jetzt haben wir ein Kochrezept. Und dafür der ganze Aufwand. Ich
Guten Job gemacht. Und dieser Kanal ist absolut sicher, Herr Schar. Bitte. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Gorak zu stürzen. Wenn ich keinen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tislak. Also gut, Tislak. Ich bin altmodisch. Wenn ich einem Freund einen Dolchstoß verpassen soll, will ich die Person kennenlernen, die mir das Messer reicht. Natürlich, Gouverneur. Okay, und Alarm. Und der Alarm geht los. Wenigstens haben wir etwas. Genau, wenigstens haben wir was. So, wo ist hier die Krabbe? Angreifen. Wo sind denn die Dinger zum Sprengen? Nix, die Tonne da! Bravo, Junge! Oh, wo sind wir da nur reingeraten, Kumpel? Ja, wo sind wir hier noch reingeraten? Entkomme der Basis. Alles klar. Oh, die haben den Aufzug gesperrt. Das schaffen wir. Na gut, okay. Dann heißt es wohl klettern. Was? Wirklich? Ja, das war zu hoch. Das war mal zu hoch. Aber es hätte ja auch klappen können. Jetzt die Mission nochmal ganz von vorne. Nein. Na gut, okay. Dann heißt es wohl klettern. Okay, ich verstehe. Ist immer noch zu tief, oder? Oder geht das? Ist jetzt aber auch nicht, wo wir noch... Na, hoffen wir mal, dass es nicht zu tief ist. Ist zu tief. Verdammter Mist! Was habe ich denn übersehen? Irgendwas habe ich übersehen. Kriegen wir schon hin. Und dann einfach mittendurch und gib ihm. Na gut, okay. Dann heißt es wohl klettern. An der Seite gibt es ja nichts, wo wir lang klettern können. Das geht ja nur da lang. So. Aber vielleicht rauf statt runter. Um dann darüber zu klettern, aber wo komme ich da hin? Bringt mir das was? Ach, keine Angst, Nix. Der nächste Auftrag wird besser. Ist das so? Ah, hoch statt runter. Okay, okay. Uff. Wo immer wir jetzt hier langkommen. Ich will doch nur nach Hause. Von hier kommen wir doch. Altbacken aus hier die Textur, oder? Es gibt noch mehr von denen. Der Alarm wurde von innen ausgelöst. Verriegelt die Ausgänge. Alles abgeriegelt. Hervorragend. Irgendwas, was ich in die Luft springen kann?
Scharfschützengewehr? Nee, Scharfschützenblaster. Nix, der Blaster. Okay. Was das? Okay. Wo müssen wir denn lang? Den ganzen Weg wieder raus, oder? Du ahnst es nicht. Hier kommen wir aber nicht raus. Hier vielleicht? Wo ist denn der Ausgang? Hier bin ich rausgekommen. Gar nicht weiter oder was? Ich bin hier völlig umsonst bis ins Schlafzimmer raufgekrabbelt. Besser als nichts. Okay, noch ein Schacht. Alles klar. Beinahe wäre ich wieder gegangen. So, Leiter. Okay. Die leider nicht bis ganz runter geht. Was ist das? Kann ich wohl nicht mitnehmen. Also, weiter durch die Schächte. Wow. So. Vorsichtig, nix. Okay, wir sind schon wieder draußen. Wir schwingen uns darüber an die Wand und klettern da runter. Okay, so gut. Ich schaff das. Ich schaff das. Natürlich schaffst du das. Tja, wo ist jetzt das Zielgebiet? Na gut, entkommen aus der Basis heißt ja nur weg hier, ne? So, Sicherungspunkt erreicht. So, hier lang. Jawohl. Wegen mir auch so. So, hier draußen fühle ich mich deutlich wohler. 20 Meter. Ich glaube, wir sind in Sicherheit, Nix. Sehr gut. Wahnsinn, dass das geklappt hat. Jo. Vaka! Wie schnell kannst du das Schiff reparieren? Ich weiß. Du willst weg von Toshara. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Gorak würde was dafür zahlen. Halt diesmal nur meinen Namen daraus. Okay, da können wir vielleicht... Wenn das Crimson Dawn war, wird Gorak nicht erfreut sein. Können wir uns vielleicht mit einem der Verbrechersyndikate gutstellen? Vielleicht. Uns erstmal gucken, was mir der Auftrag bringt. Ja, hey du? Wer spricht mich da an? Psst, hey? Willst du ein S kaufen? Schon gehört? Jemand ist in die Pike-Festung.
Ach, da spricht sich schon rum, was ich gemacht habe. Hallo, Danka. Da bin ich wieder. Kuckuck. Goraks Lieblings-Spotschka-Rezept. Habe ich den Test deines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Das ist die Lehre von Crimson Dawn. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft. Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff? Ja, das ich gerne reparieren würde. Das Schiff von jemand Wichtigem. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Zerek Besh hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Zerek Besh? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Die Pikes haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Ilera vom Pike-Verräter erzählen, die Information für Gorak aufheben. Gorak hat ja hier potenziell schon das Sagen. Und von Crimson Dawn weiß ich so viel ja noch gar nicht. So, ich heb die Information deshalb für Gorak auf an der Stelle. Obwohl mir irgendwie Crimson Dawn, ich weiß nicht warum, irgendwie sympathisch ist. Einfach so spontan. Ah, trotzdem. Ja, klar. Kein Problem. Hier, Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Tashara verlassen können. Du weißt gut, über danke. Alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir. Also versuch, am Leben zu bleiben. Mach ich. Oh, eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich mich vielleicht für dich entschieden. Welt, Kay. Bleib wachsam. Statten wir Gorak einen Besuch ab, Nix. Okay, der Crimson Dawn-Ruf ist auch gestiegen. Wo war er denn nochmal, der Gorak? Ihr lasst mich doch bestimmt diesmal rein, oder? Ohne, dass ich tricksen muss. Mach keinen Ärger, lass mich rein. Hey, wo willst du denn hin? Ich will nur mit Gorak reden. Viel Spaß. Okay, das ging jetzt relativ problemlos. Bin gespannt, was Gorak zu meiner Information zu sagen hat. Nenn mir einen Grund, warum ich dich nicht rauswerfen sollte. Weil ich Informationen für dich habe. Jemand will dich verraten. Ein Typ namens Tislak Shah. Ich habe ein Holo von einem Gespräch von ihm mit Gouverneur Torden entschlüsselt. Und wo hast du das her, wenn ich fragen darf? Das lag so rum. Mutig. Ich wusste, dass er irgendwas plant. Aber meine Leute konnten die Nachrichten nicht entschlüsseln. Offenbar bist du doch nicht vollkommen nutzlos. Super. Danke. Und jetzt raus. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Das hätte auch netter laufen können. Bagger, ich habe die Einspritzventile. Gut. Zeit zu verschwinden. Das ging ja schnell. Warum so eilig? Die Bahnbrecher braucht Zeit. Zuwendung. Ach, keine Eile. Ich will nur in Bewegung bleiben. Na schön. Sieh mal, ob du mehr Arbeit findest. Die Teile sind nicht ganz billig. Ach, ich rede mit Danka. Aber es muss nicht perfekt sein. Bring sie nur zum Laufen. Okay, was haben wir jetzt hier auf der Karte? Warte mal, Quest-Journal. Neue Tricks, Hauptquest. Sprich mit Danka. Kay hat sich gerade mit der Unterwelt Tasharas vertraut gemacht. Was gibt's hier? Gelegenheit. Huttenkartell. Sprich mit dem Vollstrecker des Huttenkartells. Kay West macht sich allmählich einen Namen auf Tashara. Ein Vollstrecker des Huttenkartells hat einen Auftrag für sie. So, bist du das? Ach, hier. Nee, doch.
können wir zur Abwechslung mal was anderes machen. Ich hoffe, das führt nicht zu irgendwelchen Schleichpassagen. Woher kennst du meinen Namen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Leuten. Ich bin Verrick und habe einen echten Job für dich. Ein echter Job bedeutet echte Kredits, ja? Bei den Hutten schon. Die Pikes drängen sich in Jabbas Kreaturenschmuggelgeschäft, werben seine Käufer in den Kernwelten ab. Finde heraus, an wen sie verkaufen und schalte dann ihre Fabrikanlagen aus. Ich hätte gern die Hälfte im Voraus. Ich zahle, wenn du fertig bist. So geht's auch. Die Koordinaten führen dich zu meiner Kontaktperson. Lass ihn nicht warten. Sabotage. Da ist der Schiffsmechaniker. Neue Tricks, das ist die Hauptquest, ja. So, Journal. Sabotage. Folgen. Auf Karte anzeigen. So. Keine Ahnung, wie weit. 3,4 Kilometer. Also müssen wir hier raus. Wacker, wacker. Der Kontakt ist draußen in der Steppe. Spritzt du gefällig nix? Ja, ja. Ein paar hey, du mich auch. Leute haben gesagt, dass der große Jammer ein paar Schläger braucht. Verlorene Steppe. Sie sehen die Holonetz-Nachrichten. Nach einer Serik Besch auf Zeug gekommen. Tatsächlich würde ich gerne mit dem Schiff doch nochmal diesen Planeten verlassen. Fände ich, glaube ich, nicht schlecht, das noch zu erleben. Solange mich keine Schleichpassage davon abhält. So. Wie wäre es mit einer Spritztour? Jawohl, machen wir. In die verlorene Steppe. Uiuiui. Verdammte imperiale Truppe. Okay, also erstmal ein paar Kilometer durch die Steppe. Uff, ich lasse lieber die Maus in Ruhe. Theoretisch könnte man sich auch umgucken. Ja, mit gedrückter rechter Maustaste. Um sich ein bisschen die Landschaft anzugucken. Gleiterrennen. Wo war denn hier ein Gleiterrennen? Sprich mit dem Rennfahrer. Bist du ein Rennfahrer? Lust auf ein Wettrennen? Hey, du siehst aus, als kämst du gut mit einem Gleiter klar. Rennen gefällig? Na komm, probieren wir mal. Sicher, ich kann etwas Übung gebrauchen. Du bist selbstbewusst. Mal sehen, ob du den Worten auch Taten folgen lässt. Ich hab keine Ahnung. Halt dich fest, Rix. Woran sehe ich denn jetzt, wo ich lang muss? Rennstrecke. Bereit machen. Na toll. Und was die Kontrollpunkte? Keine Ahnung, ich mach das bestimmt falsch.
schon voll die Strecke verbaselt. Ja, dadurch, dass ich die Strecke nicht richtig gefahren bin. Kannst du das vergessen? Grundsätzlich sind meine Rennfahrerfähigkeiten gar nicht so schlecht. Sie können das besser. Event fehlgeschlagen. Wo war denn das Gleiterrennen? Finde ich das nochmal wieder? Warte mal, das ist der mit dem Gleiterrennen hier, oder? Also im Grunde war ja nur der Start ungünstig, oder? Tja, was soll ich sagen? Vielleicht hätte ich ihn vorfahren lassen sollen oder vorfliegen lassen sollen, um mal zu gucken, was die richtige Richtung ist. So, kommst du denn nochmal wieder? Können wir nochmal fahren? Machen wir nochmal? Da muss ich dir erst Platz machen. Bin ich dir im Weg? Bereit, nix? Okay. Ja, schade. So viel zum Rennversuch. Okay, weiter durch die verlorene Steppe. Oder zumindest noch am Auftragsort ankommen in dieser Folge. Die Weidenau von Torshava. Das hier? Nichts. Von allem lässt er sich ablenken, der Dachs. Nicht so viel gibt es ja hier auch nicht zu sehen. Schön hier auch mal so ein bisschen durch die Gegend zu bubbeln. Neue Schatzposition, Senkerfarm. Mhm. Okay, das war's. Festhalten. Genau, festhalten. Die verlorene Steppe. Wir sind im Zielgebiet. So, und da hinten müsste dann der Auftrag zu finden sein. Ja, es wird langsam Abend und Nacht im Spiel. Ich würde sagen, wir schauen uns den Auftrag dann beim nächsten Mal an. Und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.